Jemmo sagt, hast du mal Cyborg-Insekten gesehen? Nee. Wie kommst du jetzt darauf, Bruder? Nee, Jemmo, der ist krass, Digga, der ist geil. Cyborg-Insekten sind Realität geworden. Videovorschlag. Okay, welches Video gibt es denn zu diesen Cyborg-Insekten, Bruder? Kennt ihr Momente, in denen ein umherfliegendes Insekt der einzige Zeuge für ein Geschehen ist? Doch ist er das wirklich? Ist es möglich, dass hinter einem Insekt ein Mensch steckt, der dich beobachtet? In vielen Fällen kann man das Verhalten der Tiere vorhersagen. Ein Tier folgt nur seinen Instinkten, wenn er im Gegensatz zu uns Menschen kein Bewusstsein hat, wodurch er darüber nachdenken könnte, was er tut. Aufgrund dieser Überlegenheit erlaubt sich der Mensch manche Handlungen, die ethisch hinterfragt werden müssen. Manchmal wünschte ich mir auch, ein Tier zu sein, nur nach meinen Instinkten zu handeln und wirklich im Moment zu sein, Digga. Oder? Kann ein Mensch das Verhalten eines Tieres kontrollieren? Also das Tier richtig steuern, wie ein Spielzeug? Die Menschen sind kaputt, Bruder. Die wollen alles beherrschen, alles. Die wollen alles kontrollieren, Bruder. Bleib doch mal cool jetzt, Bro. Es geht um Hybridinsekten, welche längst Realität sind. Forschern der Universität Singapur gelang es mehrmals, hybride Insekten-Computerroboter fernzusteuern, also ihre Bewegung zu kontrollieren, sprich Schrittlänge, Richtung, Geschwindigkeit und Flügelschlag. Dies wird mit Elektroden ermöglicht, die die Nerven und Muskeln stimulieren. Es geht also um wirkliche Insekten, die technisch modifiziert werden. Solche Insekten-Computerhybride könnten in verschiedenen Bereichen Anwendung finden. Beispielsweise könnten sie in Erdbebengebieten nach Überlebenden suchen. Die Tiere werden also zu ferngesteuerten Robotern, nur dass es immer noch Lebewesen sind. Energie generieren sie nach wie vor durch Nahrung. Was mit Insekten anfängt, könnte mit größeren Tieren und sogar Menschen aufhören. Beunruhigend ist aber die Gefahr, dass man irgendwann den Tieren überhaupt nicht ansehen kann, dass jemand an ihnen rumgeschraubt hat. Lange war es nicht ganz klar, ob Insekten schmecken. Boah, stell dir mal vor, Bruder, ja, das ist doch voll creepy, Digga, Alter. Kommt irgend so eine Biene bei dir zu Hause rein, so, du denkst, geil, Biene und so. Okay, man denkt sich eh nicht meistens, geil, Biene und so, wenn man nicht gestochen wird, aber überleg mal, Digga. Das wurde einfach dran rumgeschraubt, sind vielleicht ein paar Cams reingebaut, so. Das ist der Spanner von nebenan, fliegt einfach mal kurz mit einer Biene jetzt bei der Nachbarin rein. Empfinden können. Neueste Forschungen weisen jedoch auf ein Schmerzgedächtnis hin. Scheinbar können sie nicht nur akute Schmerzen empfinden, sondern auch chronische. Eine lebende Küchenschabe soll ferngesteuert werden, und zwar kinderleicht mit dem Smartphone. Backyard Brains aus den USA macht dies möglich. Sie haben einen Bausatz für eine Cyborg-Schabe entwickelt. Die Bauteile werden auf dem Rücken der Kakerlake angebracht, wobei man selbst die Tiere mitbestellen kann. Boah, Digga. Digga, aber ist auch ein bisschen creepy, das Video, ne? So die Hintergrundmusik und so. Wild. Bevor man anfängt, an der Kakerlake rumzuschrauben, muss man sie für 5 Minuten in eiskaltes Wasser stecken. Danach wird mit Schmirgelpapier der Panzer am Kopf aufgeraut, wodurch die Bauteile draufgeklebt werden können. Anschließend wird ein Loch in den Rückenpanzer gebohrt und dort ein Draht eingeführt. Zwei Drähte werden mit den Fühlern verbunden, wodurch das Elektronikteil, welches auf das Insekt geklebt wurde, mit dem Nervensystem verbunden ist. Und schon hat man einen Cyborg. Mit einem Smartphone kann man nun das lebendige Tier steuern. Nach 2 bis 7 Tagen reagiert sie nicht mehr auf die Signale und man kann sie wieder befreien. Die Tierschutzorganisation PETA hat sich kritisch dazu geäußert. Auch gut so, Bruder. Ey, wie krass ist das denn, Alter? Ich habe davon noch nie irgendwas mitbekommen, ne?
Man hat sich das schon mal so denken können. Ich habe auch schon mal am Rande, habe ich glaube ich schon mal irgendjemanden darüber reden hören, aber habe mich selber noch nie damit beschäftigt. Es ist so, Mann, Menschen, ey, können wir nicht einfach mal wieder cool bleiben, uns ein bisschen auf unsere Roots zurückbesinnen, Alter. Nicht immer den nächsten Kick, das nächste Steuern, das nächste irgendwo über irgendwen Macht und Herrschaft gelangen, so über die Tierwelt. Jetzt, wir müssen Macht und Herrschaft über die Tierwelt erlangen. Und die alle chippen und die alle kontrollieren und steuern, damit die das machen, was wir wollen, Bruder. Ja, reicht doch. Ein lebendiges Tier zu einem kontrollierbaren Spielzeug umgebaut wird. Doch wieso nicht komplett auf Tiere verzichten? Das Ding ist halt, die werden auch, wenn das kommt und wenn das promotet wird, hat er ja auch schon irgendwo in einem Nebensatz gesagt, die werden das dann halt positiv promoten und werden dann sagen, ja, wir können dann damit in Gebiete, wo man eigentlich nicht hin kann und Erdbeben und Menschen helfen und so. So werden die uns das langsam eintrichtern. Wieso kann man nicht eine Drohne entwickeln, anstatt echte Insekten dafür zu benutzen? Bei diesen Forschungen steckt der Wille, ein Wesen kontrollieren zu können, vielleicht auch mit drin. Wenn es irgendwann keine Tiere gibt, werden wir wohl komplett auf Maschinen angewiesen sein. Ich glaube nicht, dass eine Welt ohne Tiere funktionieren könnte. Der US-Konzern Walmart meldete in den vergangenen Jahren mehrere Patente für autonome Fluggeräte in der Landwirtschaft an. Walmart? Darunter befindet sich auch die Roboterbiene. Diese sollen die immer weiter aussterbenden Bienen ersetzen und die Blüten bestäuben. Das Robotersystem soll dabei von einer festen Ladestation ausgehen und verschiedene Funktionen an Pflanzen aufzeigen können. Sie untersucht die Pflanzen auf Schädlinge, soll Alarm melden und sogar Pestizide verspritzen können, um die Schädlinge direkt vor Ort zu bekämpfen. Doch die erstaunlichere Funktion ist die Bestäubungsfunktion. Dabei nimmt die Drohne wie die natürliche Biene Pollen von Blüten und bestäubt damit andere Blüten. Eine zweite Drohne überprüft dann mit Sensoren, ob die Bestäubung erfolgreich stattgefunden hat. Für Biologen ist das eine schwierige Angelegenheit. Der Einfluss auf andere Tiere ist nicht vorhersehbar. Wie funktioniert eigentlich Bestäubung in der Natur? Ein kleiner Exkurs. Ich sag dir ehrlich, Gott hat die Welt schön erschaffen und hat die auch so erschaffen, dass die Welt funktioniert mit unseren Tieren, mit der Natur etc. Das ist alles in Einklang. Ich glaube nicht, dass wenn wir Menschen, also ich glaube, wir Menschen sollten nicht unbedingt da eingreifen mit irgendwelchen Cyborgs oder Robotern oder irgendwie Naturspielen und so eine Scheiße. Das ist einfach dieser Größenwahnsinn des Menschen, meiner Meinung nach. Zu den langweiligen natürlichen Bienen. Pflanzen stellen Nektar bereit und locken damit Honigbienen an. Durch bunte Blüten und den Blütenduft versuchen die Pflanzen dabei auf sich aufmerksam zu machen und konkurrieren miteinander. Doch warum stellt die Pflanze überhaupt Nektar bereit? Natürlich, um sich selber fortzupflanzen. Landet nun eine Biene auf einer Blüte, saugt sie mit ihrem Rüssel den Nektar der Blüte aus. Dabei bleiben Pollen am Haarkleid der Biene hängen. Wenn sie nun zur nächsten Blüte fliegt, um Nektar zu sammeln... Kamoda hat es richtig gesagt, anstatt das Problem zu bekämpfen, warum die Bienen sterben, bekämpft man wieder nur die Symptome. Ja. Egal, wir brauchen die nicht, wir bauen was Eigenes. Überträgt sie dabei den Pollen auf das weibliche Pflanzenorgan. Das ist die Bestäubung durch die Biene. 80% aller Blütenpflanzen... Guck mal, wie schön, weißt du, was ich meine? Was das für ein geiler Einklang ist, so mit dem Bestäuben und mit dem Nektar. So, weißt du, was ich meine? Die Bienen machen das nicht, weil die die Pflanzen bestäuben wollen, sondern weil die den Nektar haben wollen. Und das passiert quasi nebenbei aus Versehen, warte. Auf die Bestäubung durch Nützlinge, wie zum Beispiel Bienen, angewiesen. Ungefähr 30% unserer Nahrungsmittel sollen nur mit Hilfe der Bestäubung von Bienen entstehen. Daher gelten sie nach Schwein und Rind als drittwichtigstes landwirtschaftliches Nutztier. Eine Biene bestäubt täglich bis zu 1000 Blüten. Krass, rund Mann. 10 Millionen Blüten. Bienen sind sowieso krass, ne? Auch der Honig. Der Honig hat ja auch eine heilende Wirkung teilweise und so. Honig ist auch heftig. Also Bienen sind echt krasse Lebewesen, wenn du überlegst. Ergeben 1 Kilogramm Honig.
So eine kleine Dinger, Mann, so eine kleine süßen Dinger. 500 Gramm Honig fliegt ein Bienenvolk so. Biene Maya Beste, ich schwöre. Dreimal um die Erde. Man könnte sagen, dass diese Tiere Tag und Nacht für uns arbeiten. Dies ist jedoch nur ein winziger Prozess in dem Gesamtkonstrukt, das sich Natur... Geil, so Tiere beobachten ist voll nice, Bruder. Manchmal, ey, ich schwör's dir, das ist auch das, was ich hier so geil finde. Wenn manchmal Enten, Schwäne, ich hab Enten hier, Schwäne, Störche, Rehe, ich schwör, das ist so faszinierend. Tiere sind für mich so faszinierend. Ich kann auch meinen Blick von denen gar nicht mehr abwenden manchmal. Ich bleib richtig drauf hängen auf deren Moves, wie die sich bewegen. Stell mir vor, wie die sich fühlen und so ein Scheiß. Tiere sind echt geil, Mann. Zur Bestäubung tragen auch andere Tiere wie Fledermäuse, Vögel oder Reptilien. Guck hier voll fresh, Digga. Doch Insekten wie Schmetterlinge, Fliegen, Käfer und natürlich Bienen. Der hat einfach von Natur aus Swag so. Spielen die entscheidende Rolle. Ja, sie auch. Gibt es irgendwann keine Bestäuber mehr, gibt es keine Pflanzen. Und somit fehlen uns sämtliche Nahrungsmittel wie Obst und Gemüse. Doch nicht nur das. Ohne Samen und Früchte fehlt vielen Lebewesen die Nahrung. Diese sind wiederum selbst Nahrung für größere Tiere und so weiter. Die Artenvielfalt würde drastisch zurückgehen und das ganze Ökosystem würde durcheinander kommen. Wer soll die Pflanzen nur bestäuben, wenn die Bienen nicht mehr existieren? Die Menschen? In China ist das der Fall. Die meisten Chinesen haben noch nie eine lebendige Biene gesehen. Krass. Das Bienenaussterben hat sich dort besonders bemerkbar gemacht. Die Konzentration der Umweltgifte ist in manchen Gebieten so hoch, dass dort weder Bienen noch Vögel leben. Boah, Digga, wie ekelhaft ist das denn, ey? Daher ist es keine Seltenheit, dass eine Menge von chinesischen Arbeitern die Apfel- und Birnenblüten per Hand bestäuben. Macht es biologisch gesehen einen Unterschied, ob Insekten oder Menschen die Blüten bestäuben? Das würde mich jetzt auch interessieren. Wahrscheinlich, oder? Erwarten wir tatsächlich, dass ein Apfel in 50 Jahren immer noch wie ein Apfel schmecken wird? Ah, das ist ja jetzt schon so. Der Saatguru macht gerade eine fette Kampagne, Save Soil. Also Erde, sichert die Erde, beschützt die Erde. Also die Erde, nicht die Erde der Globus, sondern die Erde aus dem Boden. Weil ein Apfel von heute auch nicht mal annähernd, ich glaube 70% weniger oder so, die Nährstoffe hat wie vor 100 Jahren oder so. Wir Menschen machen uns mit dieser ganzen Industriescheiße und mit diesem immer höher, immer weiter, immer mehr Shit machen wir einfach die Welt kaputt und die Natur. Und uns ist das eigentlich voll egal. So, ich finde das voll schade, weil davon leben wir, Mann. Wir sollten für die Natur genauso viel Respekt haben wie vor unserem eigenen Körper oder vor unseren Mitmenschen. Weißt du, wie ich meine so? Oder kennen wir längst den gesunden und wahren Geschmack des Apfels nicht mehr? Black Mirror ist eine Serie, die in jeder Folge eine meist futuristische Geschichte erzählt, in denen es um die Auswirkung der Verwendung von Technik auf die Gesellschaft geht. Dabei bekommt der Zuschauer nicht gerade einen positiven Eindruck von den Fortschritten. Teilweise zeigen die Handlungen realistische Entwicklungen bereits vorhandener Technologien. Habt ihr gesehen die Serie Black Mirror? Von allen gehasst, hat die britische Regierung ein Projekt mit Mikrodrohnen in Form von Bienen am Laufen, die gegen das Bienenaussterben helfen sollen. Diese künstlichen Tiere sollen die Bienen ersetzen, indem sie weiterhin Blüten bestäuben. Während einer MRT-Behandlung eines Patienten fliegt durch das Magnetfeld ein Gegenstand aus dem Mann heraus und tötet ihn dabei. Das Objekt entpuppt sich als eines der Mikrodrohnen. Geil. Fuck, Alter. Nicht das erste Mal, dass die Bienen... War natürlich sarkastisch, ist geil, ne? Menschen töten.
Man findet später heraus, dass die Drohnen gehackt worden sind. Welcome to the future, motherfucker. Gemmo, hau rein auf jeden Fall gleich den Link. Krass, Mann. Interessante Welt. Cooles Video, aber heftig, Mann. Heftig. Hab mich jetzt selber zum ersten Mal mit dem Thema Cyborg-Insekten beschäftigt. Muss sagen, feiere ich nicht, fühle ich nicht, prägt mich auch nicht. Wie ich schon gesagt habe, Gott hat eine so brutal schöne Welt erschaffen, die so geil funktioniert, wenn wir sie so natural wie möglich lassen und nicht versuchen, alles und jeden zu kontrollieren. Und ich finde, dahin sollten wir auch wieder zurückkehren. Wir sollten als Menschen nicht immer so eingebildet sein und uns denken, ja, wir sind so intelligent, wir können auch alles selber erschaffen, alles selbst kreieren und alles denken. Nein, Bro. Es gibt einen Grund, warum wir mit Tieren leben, warum wir auch mit Natur leben. Deswegen save it. Save it. Gib mir die Safety-Vibes, Bruder.